noch mal einen Arzt einstellen. Weil ist die Button doch schon zu lang. Ja, und ein Hausmeister brauche ich noch mal, wo? Solche Fähigkeiten hat. Was ist das? Verbessern und installieren. So. Das sind ja die ja. Bessern. Lass mal erstmal laufen. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Was? Sondermeldung? Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Ach, Scheiße. Das darf ich dann neu aufbauen. Was? Hab ich sowas? Ich habe Weiterbildung, ja. Das muss ich auch machen. Ich das so ein kleines Eck. Scheiße. Ja, das nicht ganz kahl ist hier. Bringen wir noch ein bisschen. Und dann ein Bild rein.
Weiterbildung. Und wen? Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Dauert es? Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten, und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Weggesaugt, du bist. Krankenpfleger zur Station, bitte. So, jetzt wollen wir mal über meine ersten und liebsten Erinnerungen an Zeichentrickserien reden. Ich bin immer früh aufgestanden, runtergegangen und habe mich auf den Boden gesetzt, um mir diese lustigen, abstrakten Figuren anzuschauen. Die erlebten so einige Hindernisse und Unfälle, aber sie hielten immer zusammen. Erst Jahre später habe ich bemerkt, dass der kleine Wolf sich da das Signalrauschen angeschaut hatte. Na, was für den einen weißes Rauschen ist, kann für jemand anderen Unterhaltung sein. Merkt euch das. Psychiatrie, Diagnose. So, das wären dann drei Stück. Ey, Scheiße.
So, jetzt hier alle. Buja. Boah. Ja, jetzt erstmal. Zu machen. Habe ich eigentlich Psychiatrie? Warte mal. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Psychiatrie? Ja, hier. Bei Bungle Kids gibt es jede Menge nette Unterhaltung für alle Altersgruppen. Aber man lernt auch was dabei. Das Wort dafür ist wohl Parabel. Hey, das hört sich lustig an. Parabel. Ich habe heute also gelernt, dass Parabel sich lustig anhört. Weiterbildung abgeschlossen. Ich muss hier anmachen, ich hab dann. Scheiße. Ich hab mehr. Achtung, Promi! Bitte priorisieren Sie den Unterhaltungswert für unseren Gast über das Wohlergehen der Patienten. Warte mal. Den hier. Nein. Einfach zu teuer. Ich hab sowas nicht, oder? Hm.
doch hier. Moment. Reicht nicht. Patienten, die Krankenhausanlagen nicht pfleglich behandeln, werden automatisch als Organspender klassifiziert. Auf jeden Fall auf Feuerlöscher. Auf jeden Fall. Komisches Bild. Und Pflanz. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Wie habe ich denn Krankenpfleger einen? Einen. Ist nicht verarschen, dass ich nur einen habe. Zwei. Okay, da brauche ich nochmal einen. Kostet zwar ein bisschen was, aber okay. Bleib doch mal stehen. Boah. Psychiatrie, Diagnose, das haben beide. Hey, wir haben ja so viel Spaß. Hier ist eine Nachricht vom kleinen Jiminy Brown Shorts. Mal sehen, was er zu sagen hat. Lieber Harrison, was wolltest du mal werden, als du noch klein warst? Also, Jiminy, als ich noch klein war, wollte ich Leuchtturmwärter werden. Die wissen immer, was los ist. Leider habe ich mich mit Treppen immer schwer getan. Kann man nicht weiterbilden. Das ist einfach. Die Fauna wird gebeten, die Flora nicht weiter zu stören. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Geld. Nö. Okay, geht. Im Moment geht's.
Bitte schlafen Sie nicht auf den Fluren. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Auch erledigt. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Alter, wie soll ich das machen? Stapelt sich alles. Clowns treffen im Krankenhaus ein. Scheiße. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Eine Reporterin von Radio Two Point ist hier. Das Jahr ist fast vorüber. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit.
Alter. Jetzt nicht. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Okay. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Weggesaugt. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Schon wirklich gar nicht mehr in der. Präsentiert von Tantentausch Plus. Ersetzen Sie Ihre leibliche Tante mit einer besseren, großzügigeren Variante. Mehr Two-Point. Immer wieder. Das ist Radio Two-Point. Sure.